Hallo, jetzt blüht auf den Wiesen eine Pflanze mit ganz langen Blättern und ganz deutlichen Blattnerven. Das sieht man hier ganz gut. Und solchen Blütenknospen hier oben. Das ist der Spitzwegerich. Ihn kann man wunderbar zum Hustensirup ansetzen. Also die Blätter kann man klein geschnitten mit Zucker aufschichten in einem Glas, eine Weile stehen lassen, dann bildet sich ein Sirup, den man dann abseihen kann und dann hat man ein super Hustenmittel. Man kann hier oben diese Knospen aber auch frisch verwenden. Wenn man die kaut, dann schmeckt das ein bisschen wie Champignons. Oder man macht sich einfach, besonders für Kinder dran, so einen langen Stiel mit der Knospe ab und kann das wie eine Kanone abschießen. Sollte man natürlich nicht zu viel machen, das ist immer noch eine wichtige Pflanze unserer Wiesen hier. Aber so, man kann es ja mal probieren, ob es klappt. Übrigens gibt es auch noch zwei Verwandte des Spitzwegerichs, das ist der Plattwegerich, der Breitwegerich und der mittlere Wegerich. Die haben verschiedene Blätter, aber diese Blattnerven sind immer sehr deutlich.